Guten Tag, meine liebe Hörerin. Ich begrüße euch in diesem Neujahr. Ich wünsche Ihnen alles Gute in diesem Neujahr. Und ich möchte ein bisschen fragen, wie war das? Wo waren Sie in diesen Neujahrsferien? Also, Katja, wo waren Sie? Ich bin nach St. Petersburg gefahren zu meinen Freunden. Sind Sie allein oder mit Ihrer Tochter gefahren? Ich fahre mit meiner Tochter. Tanja, wo waren Sie? Ich war zu Hause mit meiner Familie. War das schön, interessant, lustig? Ja, ich fühle mich bequem mit meiner Familie. Ja, ganz gut, ich freue mich auch. Светлана, wo waren Sie in diesem Neujahr? Ich war bei Arbeit. Oh mein Gott, schade. Was haben Sie gemacht bei der Arbeit? Haben Sie gearbeitet? Ja. Ja. Nun, dann vielleicht erholten Sie sich gut zu Hause. Und noch eine Frage. Bald beenden wir unseren Kurs, ja? Schade, ein bisschen. Und ich möchte fragen, wozu lernen Sie Deutsch? Wozu besuchen Sie unseren Deutschkurs bei Relot? Bitte, Katja, wozu lernen Sie Deutsch? Ich lerne Deutsch, um viele Reisen nach Europa und Sehenswürdigkeiten besichtigen. Zu besichtigen. Tanja, wozu besuchen Sie unseren Kurs? Wozu lernen Sie Deutsch so anstrengend, mit Interesse und mit Vergnügen? Ich lerne Deutsch, weil meine Familie in Deutschland wohnt. Und ich möchte Deutsch perfekt sprechen. Ja, eine gute Idee, ja. Und Светлана, wozu lernen Sie Deutsch? Ich lerne Deutsch, weil ich meine Enkel Deutsch sprechen will. Ihre Enkel und Ihre Familie wohnt in Deutschland, stimmt? Ja. Ja, ganz gut. Und meine Aufgabe ist, Ihnen mit dieser Aufgabe zu helfen. Und ich wünsche Ihnen Erfolg. Dankeschön, meine Liebe. Und wir gehen weiter.